1:0, viel nach der Entscheidung vom Videoschiedsrichter. Wie ist das dann als Spieler, wenn man da unten sieht und auf einmal fängt der Schiedsrichter an, mit dem Kölner Schiedsrichter, mit dem Videoschiedsrichter zu telefonieren? Ja, eigentlich gut für uns. Also ich glaube, von der Bank aus hat jeder gesehen, dass das ein Elfmeter war. Gott sei Dank gibt es den Videoschiedsrichter. Dann sind wir eigentlich 1:0 in Führung gegangen, haben es dann aber schlecht gemacht, haben Zweikämpfe vermissen lassen. Aber das haben wir dann zweite Halbzeit ausgebügelt und sind froh, dass wir die drei Punkte hier zu Hause gelassen haben. Du hast zweimal im Spiel die Taktik umgestellt, nach einer halben Stunde dann auf eine Viererkette und dann wieder in der zweiten Halbzeit auf eine Dreierkette. Wie kamst du zu dieser Entscheidung? Ja, wir wollten durch die taktischen Umstellungen mehr Zugriff haben auf den Gegner. Das hat nicht funktioniert, weil gewisse Themen mit taktischen Änderungen nicht aufzufangen sind. Und dann steht man nach dem Spiel vor der Nordkurve und die singt einem ein Ständchen. Einfach Wahnsinn. Die Fans waren wieder da und die Fans unterstützen uns sehr, sehr gut. Wir haben schon erste Halbzeit. Ne? Wir müssen zeigen jetzt für die Fans, was wir machen können. Und wir sind Maloha, aber mit Qualität. Ne? Und ich denke, in der zweiten Halbzeit, die Fans sollen zufrieden sein. Aber wie ich habe schon gesagt, das war nicht alles gut, aber mit 6 Punkten tut auch für uns sehr gut.